Willkommen. Was ist ein glorreiches Dorf ohne Bibliothek? Kein glorreiches Dorf. Jemand erzählte mir, dass er alle verfügbaren Bücher in Kingdom Come gelesen habe. Also werde ich alle Bücher sammeln und in mein Dorf bringen, wo ich sie dann in Ruhe lesen kann. Ha, nächstes Video, virtuelles Seitenblättern ASMR. Das Uschitzer Kräuterweib hat schon mal keine. Kurzer Nachtbesuch beim Uschitzer Schreiber. Hoppla, hier liegt ja auch der Vogt herum. Ich kann den Schreiber leider nicht umhauen. Also geräuschlos arbeiten. Hui. Ui. Hey, lass das! Potzblitz, ein Dieb! Da ist ein Dieb! Wache! Wache! Oh, guten Morgen. Ich sehe, du willst gern flüchten, aber ich versperre den Ausgang. Dann musst du warten, bis ich fertig bin.
Jesus, da ist ein Dieb! Wachen, kommt her! Weg hier, bevor die Wachen da sind. Auf nach Sasau. Im Kloster sollte einiges zu holen sein. Glaub, die Kräuterweiber kann ich weglassen. Mal sehen, ob Nikodemus ein paar Bücher hat. Warten wir mal, bis es dunkel ist. Hat auch nichts. Ich probiere es beim Kustos. Eine Wache. Vielleicht sollte ich mich ein anderes Mal hier umsehen. Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Im Raum des Inquisitors sollten auf jeden Fall ein paar Bücher sein. Ich schau mal nach. Thank you.
Okay, gut, hier beginnt die Ernte. Als nächstes schleiche ich mich ins Kloster. Die Bibliothek ist gleich am oberen Ausgang, sollte eigentlich ganz einfach sein. Der Schrank mit den verbotenen Büchern ist leer. Na gut. Fragt man sich, wer ihn ausgeräumt hat. Stimmt, das war ich selber. Ja, hier freut sich das Sammlerherz. Selbst mit dem Trank des Nachtfalken ist das Video zu dunkel, um etwas zu erkennen. Oh, da ist jemand.
Konstantin, was tust du da? Im Labor sind bestimmt auch noch Bücher. Meinen Kräutervorrat kann ich auch gleich aufstocken. Oh, die Mönche, aber ich scheine sie nicht zu interessieren. Was geht hier Seltsames vor? Werde ich später untersuchen. Der Saßauer Vogt im Schnelldurchlauf. Schränke und Truhen sind nicht zu bedienen. Ich habe jetzt viele Bücher doppelt und dreifach. Perchet kann sie in Umlauf bringen. Heinrich, Rebell der Aufklärung. Gott sei mit dir. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Dann viel Glück. Thank you.
Ich habe etwas für dich. Theresa. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Hab Dank. Ich habe beim Vogt alle Schränke und Truhen durchsucht. Erfolglos. Sein Schreiber wird aber etwas haben. Ja, hier gibt's noch etwas. Die meisten Bücher habe ich schon. Ein nächtlicher Besuch beim Apotheker. Er hat einige Rezepte. Es sind immer die gleichen in verschiedenen Truhen. Darum kürze ich hier ab.
Hanusch hatte ein prächtiges Buch. Vielleicht hat er noch ein paar andere. Suchst du was Bestimmtes? Oder auch nicht. Hey, Nancy! Come here, clean up your room! Tobias unterstützt vielleicht auch meine Bibliothek, ob er will oder nicht. Zurück in meinem glorreichen Dorf. Hier gibt es den besten Rüstungsschmied des Landes, die berühmtesten Ställe östlich des Äquators und nun auch die größte Bibliothek der Provinz. Von den 74 Büchern und Rezepten, welche ich jetzt habe, sind 27 ungelesen. Außerdem fehlen noch ein paar Teile von Buchreihen und Rezepten. Sind wahrscheinlich welche, die ich am Anfang des Spieles wieder verkaufte, weil ich Groschen brauchte. Die werde ich noch finden. Eine prächtige Bibliothek. Viel zu lesen für mich. Was ist das? Umkleiden, wie es meiner Position als Vogt hier entspricht. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker.
Das war es schon für dieses Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Daumen hoch und abonnieren.